Willkommen zurück bei der Online-Vorlesung Gesetzliche Schuldverhältnisse Teil 2. Wir wollen noch einmal über das Eigentümer-Besitzer-Verhältnis reden, und zwar über die Verwendungen bzw. die Verwendungsersatzansprüche des Besitzers. Der bekannte Überblick, § 985 986, regeln den dinglichen Anspruch, die Vindikation, der Eigentümer kann vom Besitzer ohne Besitzrecht Herausgabe seiner Sache verlangen. Zusätzlich zum Herausgabeanspruch gibt es das EBV, das gesetzliche Schuldverhältnis mit obligatorischen schuldrechtlichen Nebenansprüchen. Bereits behandelt haben wir die Ansprüche auf Schadensersatz und Nutzungsersatz. Das sind Ansprüche, die flankierend dem Eigentümer zustehen. Jetzt soll es um die Verwendungsersatzansprüche gehen, die in den Paragraphen 994 fortfolgende BGB geregelt sind. Hierbei handelt es sich um Gegenansprüche, also auch Gegenrechte des Besitzers, die er einem Herausgabeverlangen durch den Eigentümer möglicherweise entgegenhalten kann. Was sind nun Verwendungen? Verwendungen sind kurz gefasst Aufwendungen, also freiwillige Vermögensopfer und als solche das Gegenteil zum Schaden, der als unfreiwilliges Vermögensopfer definiert wird. Das reicht aber nicht aus. Freiwillige Vermögensopfer, die als zusätzliches Kriterium einer Sache zugutekommen sollen oder kürzer gefasst, Verwendungen sind sachbezogene Aufwendungen. Der Sachbezug kann sich daraus ergeben, dass Sie eine Sache erhalten sollen, sie wiederherstellen sollen oder ihrer Verbesserung dienen. Aufwendungen für den Erwerb einer Sache sind hingegen nicht erfasst. Hierbei handelt es sich nicht um sachbezogene Aufwendungen, nicht um Verwendungen. Ein etwaiger Kaufpreis kann daher nicht in Abzug gebracht werden. Die Rechtsprechung schränkt diesen doch recht weiten Verwendungsbegriff ein. Grundlegende Veränderungen der Sache sollen nicht vom Verwendungsbegriff erfasst sein. Deswegen wird das Ganze auch als enger Verwendungsbegriff bezeichnet. Das wichtigste Beispiel, der wichtigste Anwendungsfall für diesen engen Verwendungsbegriff ist die Bebauung eines bis dahin unbebauten Grundstücks. Es geht bei alledem um den Eigentümerschutz. Markant insoweit eine Entscheidung des BGH aus dem 41. Band der BGHZ-Entscheidung. Wie der erkennende Senat schon in einer früheren Entscheidung BGHZ 10. Band ausgeführt hat, fallen unter den Verwendungsbegriff nur diejenigen Maßnahmen, die darauf abzielen, den Bestand der Sache als solcher zu erhalten oder wiederherzustellen. Das ist nicht neu. Der BGH führt aber weiter aus. Handelt es sich um ein Grundstück, zwar unter Umständen auch im Wege der Bebauung geschehen, etwa wenn ein vom Hochwasser gefährdetes Grundstück durch Errichtung eines Deiches geschützt oder ein abschüssiges Grundstück durch Bau einer Stützmauer vor dem Abgleiten bewahrt wird. Ebenso stellt möglicherweise die Anlegung eines Stalles auf einem landwirtschaftlichen oder eines Kesselhauses auf einem industriellen Grundstück eine Verwendung dar. Der Senat hat es aber in jener Entscheidung als etwas durchaus anderes bezeichnet, wenn der Besitzer auf einem bisher unbebauten Grundstück ein Wohnhaus, eine Lagerhalle oder ein Fabrikgebäude errichtet, dann werde durch den Bau nicht das Grundstück in seinem Bestand verbessert, sondern sein Zustand verändert, indem es fortan für einen Zweck benutzt werde, dem es bisher nicht gedient habe. In solchen Fällen sei die Errichtung des Bauwerks keine Verwendung auf des Grundstücks im Rechtssinne, wie sie denn auch im Sprachgebrauch nicht als Grundstücksverwendung bezeichnet werde. Der BGH nimmt diese umgestaltenden Aufwendungen aus dem Verwendungsbegriff raus. Und mehr noch, der BGH meint, dass es insoweit nicht nur keine Ansprüche nach den Paragraphen 994 fortfolgende BGB geben könne, sondern dass auch andere Ansprüche wegen der Sperrwirkung des EBV gesperrt seien. Ob dies überzeugt, ist sehr zweifelhaft. Denn wenn etwas nicht Verwendung ist, dann kann es auch nicht von den Verwendungsregeln der Paragraphen 994 BGB erfasst sein. Warum dann aber die Sperrwirkung? Der BGH plädiert insoweit für einen umfassenden Schutz der Eigentümer. Es soll weder was aus EBV noch aus
dem Bereicherungsrecht oder sonstigen Anspruchsgrundlagen geben. Der BGH zieht die Sperrwirkung des EBV weit, und zwar auch auf solche Aufwendungen, die nicht dem engen Verwendungsbegriff unterfallen. Andere Lösungsmöglichkeiten, wie man den Eigentümer schützen könnte, wäre etwa ein subjektiver Wertbegriff bei § 818 Absatz 2 oder die Rechtsfigur der aufgedrängten Bereicherung bei § 818 Absatz 3. Hiervon war bereits im Zusammenhang mit den Rechtsfolgen des Bereicherungsrechts in einer vorangegangenen Einheit die Rede. Was sind nun aber Verwendungen, die erfasst sind? Schauen wir uns zunächst die Paragraphen an. § 994 BGB, notwendige Verwendungen. Absatz 1, der Besitzer kann für die auf die Sache gemachten notwendigen Verwendungen von dem Eigentümer Ersatz verlangen. Die gewöhnlichen Erhaltungskosten sind ihm jedoch für die Zeit, für welche ihm die Nutzungen verbleiben, nicht zu ersetzen. Absatz 2, macht der Besitzer nach dem Eintritt der Rechtshängigkeit oder nach dem Beginn der in § 990 bestimmten Haftung notwendige Verwendungen, so bestimmt sich die Ersatzpflicht des Eigentümers nach den Vorschriften über die Geschäftsführung ohne Auftrag. Ergänzend § 996 BGB, nützliche Verwendungen. Für andere als notwendige Verwendungen kann der Besitzerersatz nur insoweit verlangen, als sie vor dem Eintritt der Rechtshängigkeit und vor dem Beginn der in § 990 bestimmten Haftung gemacht werden und der Wert der Sache durch sie noch zu der Zeit erhöht ist, zu welcher der Eigentümer die Sache wiedererlangt. Dies sind die zwei zentralen Anspruchsgrundlagen für den Verwendungsersatzanspruch des Besitzers. Das Gesetz unterscheidet in den Paragraphen 994 und 996 BGB zwischen notwendigen und sonstigen Verwendungen. Notwendige Verwendungen 994 BGB sind grundsätzlich zu ersetzen, wobei hinsichtlich des Umfangs der Ersatzfähigkeit zwischen den verschiedenen Arten des Besitzers differenziert wird. Für nicht notwendige Verwendungen unterscheidet § 996 BGB zwischen denen, die noch werterhöhend sind, nützliche Verwendungen, und den sonstigen, nicht mehr werterhöhend der Sache zugutekommenden Verwendungen. Auch hier wird wieder hinsichtlich der verschiedenen Besitzerarten innerhalb der Vorschrift unterschieden. Es ist aber beim Verwendungsersatz nicht so, dass die Vorschriften nach den Besitzerarten geordnet sind, wie dies bei Nutzungen und Schadensersatz der Fall ist. Hier wird in § 994 und 996 BGB nach der Art der Verwendung unterschieden. Und dann erst auf der zweiten Ebene kommt dann bei der Rechtsfolgenseite die Art des Besitzers wieder zum Tragen. Schauen wir uns die verschiedenen Verwendungen nochmal genauer an. Notwendig. Notwendige Verwendungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie erforderlich sind, um die Sache in ihrem wirtschaftlichen Bestand zu erhalten oder wiederherzustellen. Dazu zählen auch die Nutzungsmöglichkeiten. Dabei ist ein objektiver Maßstab anzulegen und eine ex-ante Betrachtungsweise. Es ist also jeweils im Zeitpunkt der Vornahme der Verwendung zu entscheiden, ob es objektiv erforderlich ist, diese Verwendung zu tätigen. Der Erfolg der Verwendung oder eine etwaige Werterhöhung sind nicht erforderlich. Ein Beispiel: Sie haben eine Katze, die Katze ist krank, Sie gehen mit der Katze zum Tierarzt, der Tierarzt untersucht die Katze, behandelt die Katze stirbt gleichwohl an der Krankheit. Hier war der Besuch des Tierarztes und die Behandlungen im Regelfall objektiv erforderlich und damit notwendig, dass die Katze gestorben ist, dass die Verwendungen fehlgeschlagen sind, dass eine Werterhöhung nicht da ist, spielt insoweit keine Rolle bei § 994 BGB. Ergänzend § 995 BGB, Lasten. Zu den notwendigen Verwendungen im Sinne des § 994 gehören auch die Aufwendungen, die der Besitzer zur Bestreitung von Lasten der Sache macht, Versicherungen, Steuern etc. Für die Zeit, für welche dem Besitzer die Nutzungen verbleiben, sind ihm nur die Aufwendungen für solche außerordentlichen Lasten zu ersetzen, die als auf den Stammwert der Sache gelegt anzusehen sind. Das ist eine Spezialregelung, die spielt, soweit ersichtlich, in Verlösungen keine Rolle. Nützliche Verwendungen sind Verwendungen, die nicht notwendig sind, aber werterhöhend. Dabei ist ein
objektiver Wertmaßstab zugrunde zu legen. Es geht nicht darum, ob sie für den Eigentümer oder Besitzer wertvoll sind. Vielmehr ist ein objektiver Wertmaßstab anzulegen. Und der maßgebliche Zeitpunkt dabei ist die Rückgabe der Sache. Sonstige, bisweilen auch als Luxusverwendungen bezeichnete Verwendungen, sind solche, die weder notwendig noch nützlich sind. Wären sie notwendig, wären wir schon im 994. Nicht notwendige werden nach 996 behandelt. Und dort ist halt zwischen den werterhöhenden und den nicht werterhöhenden Verwendungen differenziert. Sonstige Verwendungen sind solche, bei denen eine Werterhöhung nicht oder nicht mehr vorhanden ist. Bitte beachten Sie, eine Verwendung kann zunächst nützlich, nämlich werterhöhend sein, später aber nicht mehr. Das ist die Unterscheidung zur Notwendigkeit. Bei der notwendigen Verwendung steht von vornherein fest, ob sie eine solche ist oder nicht, beziehungsweise dass sie eine solche ist. Bei nützlichen Verwendungen kommt es auf die Werterhöhung an und diese Werterhöhung kann sich verändern. Etwas, was ursprünglich werterhöhend war, kann später nicht mehr werterhöhend sein, kann also von einer grundsätzlich ersatzfähigen Verwendung zur nicht mehr ersatzfähigen Verwendung werden. Ich hatte Ihnen gesagt, dass die verschiedenen Arten von Besitzern auch beim Verwendungsersatz eine Rolle spielen, allerdings nicht mehr als Anknüpfungspunkt für die Anspruchsgrundlagen, sondern nur innerhalb der jeweiligen Anspruchsgrundlagen. Schauen wir auf den besonders privilegierten Besitzer. Der besonders privilegierte Besitzer ist derjenige, der weder auf Herausgabe verklagt noch unredlich war. Also der unverklagte und redliche Besitzer. Entscheidender Zeitpunkt ist immer die Vornahme der Verwendung. Für notwendige Verwendungen ist § 994 Absatz 1 Satz 1 BGB sehr großzügig. Notwendige Verwendungen sind zu ersetzen. Was anderes gilt lediglich für gewöhnliche Erhaltungskosten und Lasten, soweit die Nutzungen nicht herausgegeben werden müssen. Der unverklagte und redliche Besitzer schuldet grundsätzlich keine Nutzungsherausgabe, keinen Nutzungsersatz, muss aber umgekehrt dafür auch die gewöhnlichen Erhaltungskosten und Lasten tragen. Das folgt aus den Paragraphen 994 Absatz 1 Satz 2, 995 BGB in Verbindung mit den einschlägigen Vorschriften zum Nutzungsersatz. Nützliche Verwendungen sind für den unverklagten und redlichen Besitzer ersatzfähig gemäß § 996 BGB, aber nur, soweit sie noch werterhöhend sind. Es reicht nicht aus, dass sie ursprünglich werterhöhend waren. Es muss im Zeitpunkt der Rückgabe immer noch eine Werterhöhung vorhanden sein. Und dann auch nur die Ersatzfähigkeit in der Höhe der Wertsteigerung. Sonstige, also nicht werterhöhende oder nicht mehr werterhöhende Verwendungen sind nicht ersatzfähig, müssen also vom Eigentümer nicht kompensiert werden. Wie ist die Rechtslage beim verklagten oder unredlichen Besitzer? Das Gesetz behandelt hinsichtlich der Verwendungen den Verklagten, also auf Herausgabe verklagten, und den unredlichen, also hinsichtlich seiner eigenen Besitzberechtigung nicht redlichen Besitzer gleich. Die Redlichkeit richtet sich dabei wieder nach § 990 BGB, Absatz 1 mit seinen zwei Varianten, Satz 1, Unredlichkeit bei Besitzerwerb, da schadet Bösgläubigkeit, nachträglich Satz 2 schadet nur noch positive Kenntnis von der fehlenden Besitzberechtigung. Notwendige Verwendungen sind auch für den verklagten und oder unredlichen Besitzer ersatzfähig, allerdings nur gemäß § 994 Absatz 2 BGB nach den Regeln der Geschäftsführung ohne Auftrag. Das heißt, wir müssen inzident prüfen, handelt es sich um eine berechtigte oder eine unberechtigte GOA hier. Bei der berechtigten GOA, also wenn die Verwendung dem Willen, mutmaßlichen Willen oder Interesse des Eigentümers entspricht oder von diesem genehmigt werden, dann sind wir im 683, der uns wiederum auf § 670 BGB verweist. Das dürfte bei notwendigen Verwendungen der Regelfall sein, sodass wir auch hier zu einer Ersatzfähigkeit kommen. Allerdings über den Umweg 994 Absatz 2 683, 670 BGB. Auch hier dieser objektive ex ante Blickwinkel auf die Verwendungen als besondere Form der Aufwendungen. Sollte
das ausnahmsweise einmal nicht der Fall sein, dass das willen- oder interessengerecht ist. Typischerweise sind notwendige Verwendungen aber im Interesse des Eigentümers, kann also typischerweise höchstens mal ein entgegenstehender Wille des Eigentümers vorhanden sein. Dann sind wir im 684 Satz 1, wie bei der unberechtigten GOA, mit dem Verweis auf 818 fortfolgende BGB, die Rechtsfolgenverweisung ins Bereicherungsrecht mit dem Entreicherungseinwand nach § 818 Absatz 3 BGB. Dennoch, im Regelfall bekommen auch der Verklagte und oder unredliche Besitzer die notwendigen Verwendungen ersetzt, allerdings im Einzelfall mit Einschränkungen. Nützliche Verwendungen bekommt der Verklagte oder unredliche Besitzer nicht ersetzt. Denn im Zeitpunkt der Vornahme der Verwendung ist er entweder bereits gewarnt, dass jemand Herausgabe begehrt, also das Besitzrecht bestreitet, oder unredlich, also bösgläubig bzw. im positiven Wissen darüber, dass das Besitzrecht, was er vermeintlich hat, ihm nicht zusteht. Deswegen sagt 996 BGB, bei Verwendungen nach Rechtshängigkeit oder nach Unredlichkeit gibt es diese nützlichen Verwendungen und natürlich dann auch die sonstigen Verwendungen nicht. Auch bei einer erheblichen Werterhöhung scheidet ein Verwendungsersatzanspruch dann aus. Zur Veranschaulichung des soeben abstrakt Behandelten ein kleiner Fall. F ist stolzer Besitzer eines schwarzen Porsche, den er von einem ihm nicht näher bekannten und mittlerweile abgetauchten Dritten erworben hat. Bald stellt sich heraus, dass der Kauf F teurer zu stehen kommt, als ihm lieb ist. Seine vertrauenswürdige Kfz-Werkstatt rät ihm, den Motor des Porsches überholen zu lassen, weil sonst größerer Schaden drohe. Zähneknirschend zahlt F die Rechnung in Höhe von 4.500 Euro. Da F mit dem vorhandenen Billigautoradio nicht zufrieden ist und es auf die paar Scheine dann auch nicht mehr ankommt, lässt er das Radio durch ein High-End-Gerät, Preis 2.000 Euro, ersetzen. Nach knapp einem Jahr lässt F die anstehende Jahresinspektion in der Werkstatt durchführen, Kosten 1.000 Euro. Als F kurze Zeit später erfährt, dass der Porsche dem E gestohlen wurde und die ihm übergebenen Fahrzeugpapiere eine professionelle Fälschung sind, ist er entsetzt. Er erklärt sich zwar grundsätzlich bereit, dem E den Porsche zurückzugeben, jedoch nur, wenn E ihm zuvor die getätigten Investitionen ersetzt. Bei derartigen Fällen sollte ganz dringend nach den verschiedenen Verwendungen unterschieden werden. Schauen wir uns zunächst mal die Motorüberholung an. Hier Preis im Sachverhalt mit 4.500 Euro angegeben. Selbst wenn das für die Reparatur eines Porsche-Motors kein korrekter Preis wäre, sollten Sie ihn in einer Falllösung zugrunde legen. Gehen Sie davon aus, dass der Aufgabensteller kein Experte in Sachen Porsche Reparaturkosten ist. Wenn im Sachverhalt drinsteht, der Porsche Motor kostet 4.500 Euro, dann ist das auch so. Als Anspruchsgrundlage kommt hier 994 Absatz 1 Satz 1 BGB in Betracht. Es müsste sich um eine Verwendung halten. Der Austausch des Motors, die Motorüberholung, ist eine sachbezogene Aufwendung, die Sache, den Porsche erhalten, wiederherstellen oder verbessern soll. Die subjektive Bestimmung des Verwenders ist insoweit entscheidend und hier auch problemlos zu bejahen. Das Ganze war notwendig, weil objektiv erforderlich, sonst kann man mit dem Porsche nicht mehr bestimmungsgemäß fahren. Es handelt sich auch nicht um gewöhnliche Erhaltungskosten und unser F war auch weder verklagt noch unredlich. Er hat erst später davon erfahren, dass das gestohlen war. Er hatte auch bei Erwerb des Besitzes des Porsches kein Anhaltspunkt dafür, dass das Ganze gestohlen war. Im Sachverhalt steht drin, die Fahrzeugpapiere waren professionell gefälscht. Das ist immer ein Hinweis darauf, dass der Gegenüber redlich ist. Damit haben wir einen Anspruch auf Verwendungsersatz in Höhe von 4.500 Euro. Der gegenwärtige Zustand des Motors ist unerheblich. Wie sieht es mit der Jahresinspektion aus? 1.000 Euro, wiederum 994 Absatz 1 Satz 1 BGB. Es handelt sich wieder um notwendige Verwendungen. Allerdings ist die Jahresinspektion wohl als gewöhnliche Erhaltungskosten einzuordnen. Deswegen greift Satz 2. Dem F verbleiben die Nutzungen, da er als redlicher, unverklagter Besitzer weder nach 987 noch 990 BGB Herausgabe der Nutzungen schuldet, auch keinen Wertersatz schuldet. Umgekehrt sollen ihm dann die gewöhnlichen Erhaltungskosten auferlegt werden. Kurzum, der F bekommt die 1.000 Euro für die Jahresinspektion nicht ersetzt.
Wie sieht es mit dem Autoradio aus? 2000 Euro, wiederum Paragraph 994 Absatz 1 Satz 1 BGB. Es handelt sich sicherlich um eine Verwendung, allerdings nicht um eine notwendige Verwendung, da sie nicht objektiv erforderlich war. Es war ein anderes Autoradio drin, sodass selbst mit dem Hinweis, ohne Radio könne man doch nicht Auto fahren, nichts gewonnen wäre, abgesehen davon, dass dieser Hinweis wahrscheinlich sowieso nicht trägt. 996 BGB. Es handelt sich um eine nicht notwendige Verwendung. Ob sie nützlich ist, ist anhand einer etwaigen Wertsteigerung zu prüfen. Abzustellen ist dabei auf die herauszugebende Sache. Hier also auf den Porsche. Da wären also ADAC oder Schwackelisten zugrunde zu legen. Gegebenenfalls wäre die Wertsteigerung zu schätzen. Jedenfalls sind es aber wohl nicht 2000 Euro, sondern weniger, die man hier nach 996 BGB verlangen könnte. Eine Abwandlung. Wie wäre der Fall zu entscheiden, wenn F kurz nach dem Kauf erfahren hätte, dass eine Hehlerbande zahlreiche gestohlene Porsches mit gefälschten Papieren abgesetzt hat, zu erkennen an einem Schreibfehler im Text des Fahrzeugscheins, den F auch bei seinen Papieren feststellt, Hubraum statt Hubraum? Wie wäre das? Unterschied zum Ausgangsfall besteht darin, dass der F nach Besitzerwerb positive Kenntnis vom fehlenden Besitzrecht erlangt hat. Wir sind daher im Paragraph 990 Absatz 1 Satz 2 BGB, was dazu führt, dass der F unredlich wird. Wie wirkt sich das Ganze auf den Verwendungsersatz aus? Für die Motorüberholung sind wir dann nicht mehr im 994 Absatz 1, sondern im 994 Absatz 2. Ein Anspruch könnte sich hier in Verbindung mit 683 Satz 1 670 BGB ergeben. Wichtig, es ist nur ein eingeschränkter Verweis auf die GOA-Regel, nicht mitverwiesen wird auf § 687 BGB, auf die irrtümliche oder bewusste Eigengeschäftsführung, sonst liefe der Verweis auf die GOA-Regeln in aller Regel leer. Zu fragen ist also, ob die Geschäftsführung hier die Reparatur dem Willen, mutmaßlichen Willen oder Interesse des Geschäftsherrn, hier also des Eigentümers, entsprach. Dabei ist der Zusammenhang mit § 994 BGB zu beachten. Argumentieren Sie also bitte nicht, dass ein Eigentümer einer gestohlenen Sache generell kein Interesse daran hat, dass ein Dritter seine Sache in die Werkstatt bringt. Argumentieren Sie vielmehr ganz losgelöst von der konkreten Situation und fragen Sie, ist die Reparatur, liegt die im Willen oder mutmaßlichen Willen bzw. im objektiven Interesse des Eigentümers? Einen tatsächlichen Willen wird man in diesen Fällen selten feststellen können. Deswegen ist das Interesse maßgeblich, von dem auch der mutmaßliche Wille abgeleitet werden kann. Und es liegt grundsätzlich im Interesse des Eigentümers, dass notwendige Verwendungen vorgenommen werden. Wir kommen also auch hier zum Verwendungsersatzanspruch, allerdings über § 994 Absatz 2 in Verbindung mit den Regeln der berechtigten GOA. Nochmal zur Erinnerung, es ist eine eingeschränkte Verweisung auf das GOA-Recht ohne 687. Wir müssen also den Fremdgeschäftsführungswillen nicht prüfen. Wir haben also hier einen Erstattungsersatzanspruch wie ein Beauftragter. Aufwendungen, Verwendungen sind eine besondere Unterart der Aufwendung und daher auch hier ersatzfähig. Bei der Jahresinspektion sind wir im 994 Absatz 2 wiederum mit dem Verweis auf die GOA-Vorschriften. Die Frage ist, greift hier auch § 994 Absatz 1 Satz 2, der Ausschluss hinsichtlich der gewöhnlichen Erhaltungskosten und Lasten? Hier ist zu berücksichtigen, dass dem unredlichen Besitzer die Nutzungen nicht verbleiben, und zwar wegen § 990 Absatz 1 in Verbindung mit 987 BGB. Das heißt, ab dem Moment, in dem der F Kenntnis davon erlangt hat, dass er mit einer gestohlenen Sache unterwegs ist, schuldet er Nutzungsersatz im Sinne von Wertersatz für die gezogenen Gebrauchsvorteile. Folglich muss er aber umgekehrt auch nicht die Kosten für die Jahresinspektion tragen. Die bekommt er ersetzt. Das ist auch kein Widerspruch, kein Wertungswiderspruch zum redlichen Besitzer. Auch ein Erstrechtsschluss sollte hier nicht greifen. Der Eigentümer ist durch den Nutzungsersatzanspruch hinreichend geschützt. Das Ganze kann dann mit den Ansprüchen des E auf Nutzungsersatz verrechnet werden. Bleibt das Autoradio 2000 Euro, hier sind wir wieder im 996 BGB und unabhängig von einer etwaigen Wertsteigerung ist, da der F unredlich war, hier kein Verwendungsersatzanspruch gegeben.
Dies führt zu der Frage, ob der E denn das Radio dann ohne Ausgleich behalten darf. Das erlaubt uns einen kleinen Exkurs auf andere Vorschriften, nämlich auf § 997 BGB. Dort ist ein Wegnahmerecht geregelt. Absatz 1. Hat der Besitzer mit der Sache eine andere Sache als wesentlichen Bestandteil verbunden, so kann er sie abtrennen und sich aneignen. Die Vorschrift des 258 findet Anwendung. Das Recht zur Abtrennung ist ausgeschlossen, wenn der Besitzer nach 994 Absatz 1 Satz 2 für die Verwendung Ersatz nicht verlangen kann oder die Abtrennung für ihn keinen Nutzen hat oder ihm zumindest der Wert ersetzt wird, den der Bestandteil nach der Abtrennung für ihn haben würde. Der in Bezug genommene 258 lautet, wer berechtigt ist, von einer Sache, die er einem anderen herauszugeben hat, eine Einrichtung wegzunehmen, hat im Falle der Wegnahme die Sache auf seine Kosten in den vorigen Stand zu setzen. Erlangt der andere den Besitz der Sache, so ist er verpflichtet, die Wegnahme der Einrichtung zu gestatten. Er kann die Gestattung verweigern, bis ihm für den mit der Wegnahme verbundenen Schaden Sicherheit geleistet wird. Wir haben also ein Abtrennungs- und Wegnahmerecht in § 997 BGB geregelt. Die Vorschrift steht im engen Kontext mit den § 946 und 947. 946 BGB, Verbindung mit einem Grundstück, wird eine bewegliche Sache mit einem Grundstück dergestalt verbunden, dass sie wesentlicher Bestandteil des Grundstücks wird, so erstreckt sich das Eigentum an dem Grundstück auf diese Sache. Bei der Verbindung einer beweglichen Sache mit einem Grundstück, sodass die bewegliche Sache wesentlicher Bestandteil wird, wann das der Fall ist, sagt uns § 94 BGB, verliert die Sache ihre Sonderrechtsfähigkeit. Das Eigentum am Grundstück erstreckt sich dann auch auf die bewegliche Sache, die als solche keine eigenständige Sachqualität mehr hat. Damit verbunden ist ein Eigentumsverlust. Dieser Eigentumsverlust führt grundsätzlich zu Wertersatzansprüchen nach § 951 in Verbindung mit dem Bereicherungsrecht. 947 BGB, Verbindung mit beweglichen Sachen. Werden bewegliche Sachen miteinander dergestalt verbunden, dass sie wesentliche Bestandteile einer einheitlichen Sache werden, so werden die bisherigen Eigentümer Miteigentümer dieser Sache. Die Anteile bestimmen sich nach dem Verhältnis des Werts, den die Sachen zur Zeit der Verbindung haben. Wichtig, Absatz 2, ist eine der Sachen als die Hauptsache anzusehen, so erwirbt ihr Eigentümer das Alleineigentum. Wichtig insoweit 93 BGB, wesentliche Bestandteile einer Sache. Bestandteile einer Sache, die voneinander nicht getrennt werden können, ohne dass der eine oder der andere zerstört oder in seinem Wesen verändert wird. Legaldefinition, wesentliche Bestandteile können nicht Gegenstand besonderer Rechte sein. Es geht also bei § 997 um ein Abtrennungs- und Wegnahmerecht. Voraussetzung dafür ist immer, dass mit der herauszugebenden Sache eine andere Sache als wesentlicher Bestandteil verbunden wurde. Dies führt zum Eigentumsverlust nach 946 bei Grundstücken, nach 947 bei beweglichen Sachen. Entgegen der veränderten Eigentumslage ermöglicht § 997 BGB ausnahmsweise die Abtrennung und Aneignung, wenn die verschiedenen Kompensationsmechanismen eingehalten sind. Folge der Wegnahme ist dann 258 BGB, die Pflicht zur Wiederherstellung des vorherigen Zustandes. Dann könnte man in unserem Beispielsfall daran denken, okay, das Autoradio ist eingebaut, dann gibt es halt ein Wegnahmerecht nach § 997 BGB. Das wäre aber falsch. Warum? Das Autoradio ist nicht wesentlicher Bestandteil des Autos. Das ergibt sich aus 93 BGB. Ein Autoradio kann problemlos ein- und wieder ausgebaut werden, ohne dass das Radio oder die Hauptsache das Auto in irgendeiner Form beschädigt oder in ihrer Funktionalität eingeschränkt wäre. Das Autoradio ist also gar kein wesentlicher Bestandteil und deswegen sind wir weder im § 947 noch im § 997 BGB. Weder hat das Radio seine Sonderrechtsfähigkeit verloren, noch gibt es ein spezifisches Abtrennungs- und Wegnahmerecht. Kann unser F das Autoradio herausverlangen? Die Antwort ist im konkreten Fall simpel. Die Antwort lautet ja. Und zwar nach § 985 BGB. Der F ist Eigentümer des Radios. Ob er dann einen gewissen Schadensersatz schuldet, weil er ein anderes Autoradio dabei ausgebaut hat, steht auf einem anderen Blatt. Aber hinsichtlich des eingebauten Radios ist F Eigentümer. Er hat einen Herausgabeanspruch nach § 985 BGB. Der kleine Exkurs mit dem Abtrennungs- und Wegnahmerecht war in der Tat nur das, ein Exkurs. Er spielt im konkreten Fall keine Rolle.
Betrachten wir nun die Durchsetzung der Verwendungsersatzansprüche. Dazu enthalten die Paragraphen 1000 folgende Sonderregelungen. Zunächst 1001 BGB, Klage auf Verwendungsersatz. Der Besitzer kann den Anspruch auf den Ersatz der Verwendungen nur geltend machen, wenn der Eigentümer die Sache wiedererlangt oder die Verwendungen genehmigt. Bis zur Genehmigung der Verwendungen kann sich der Eigentümer von dem Anspruch dadurch befreien, dass er die wiedererlangte Sache zurückgibt. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn der Eigentümer die ihm von dem Besitzer unter Vorbehalt des Anspruchs angebotene Sache annimmt. Die dogmatische Einordnung der Vorschrift ist umstritten. Nach überzeugender Auffassung handelt es sich um eine Fälligkeitsregelung. Der Anspruch ist erst fällig, wenn die Voraussetzungen des § 1001 BGB erfüllt sind. Nämlich dann, wenn der Eigentümer die Sache zurückerhalten oder er die Verwendungen genehmigt hat. Hat er sie zurückerhalten und macht der Besitzer dann Verwendungsersatzansprüche geltend, kann der Eigentümer die Sache zurückgeben und so dem Verwendungsersatzanspruch entgehen. Also eine bestimmte, besondere Form der Fälligkeitsregelung. In dem Kontext wird auch § 1000 BGB klar, Zurückbehaltungsrecht des Besitzers. Der Besitzer kann die Herausgabe der Sache verweigern, bis er wegen der ihm zu ersetzenden Verwendungen befriedigt wird. Das Zurückbehaltungsrecht steht ihm nicht zu, wenn er die Sache durch eine vorsätzlich begangene unerlaubte Handlung erlangt hat. § 1000 normiert ein eigenständiges Zurückbehaltungsrecht des Besitzers wegen der Verwendungsersatzansprüche. Warum braucht es § 1000 BGB? Nun, die eigentliche grundlegende Vorschrift zum Zurückbehaltungsrecht § 273 BGB passt nicht. § 273 BGB und das allgemeine Zurückbehaltungsrecht verlangt einen fälligen Anspruch, aufgrund dessen dem Schuldner ein Zurückbehaltungsrecht zusteht. Dies ist aber wegen der speziellen Fälligkeitsregelung des § 1001 BGB grundsätzlich nicht der Fall, solange der Besitzer die Sache noch hat. Daher gewährt § 1000 BGB dem Besitzer ein eigenständiges Zurückbehaltungsrecht. Damit haben wir so eine Art Stand-off- und Patt-Situation. Der Besitzer kann, solange er die Sache noch nicht herausgegeben hat, den Verwendungsersatzanspruch wegen 1001 BGB eigentlich nicht geltend machen. Er muss die Sache aber auch nicht herausgeben, weil 1000 BGB ihm ein eigenständiges Zurückbehaltungsrecht gewährt. In den Paragraphen 1002 und 1003 finden sich dann weitere Vorschriften. 1002 BGB betrifft den Anspruchsausschluss, materielle Ausschlusstatbestände. § 1003 BGB regelt dann Handlungsmöglichkeiten des Besitzers, wie er diese Pattsituation auflösen kann. Die Lektüre dieser beiden Vorschriften bleibt dem Selbststudium dann anheimgestellt. Machen wir noch einen Fall, in dem ein Sonderproblem behandelt wird. A hat sich ein teures Auto der Marke J gekauft. Hierfür hat er einen Kredit von der Bank G in Höhe von 40.000 Euro benötigt. In diesem Zusammenhang hat er bei der Bank ein Papier unterschrieben, das als Sicherungsübereignung bezeichnet ist. Nach Ablauf der Garantiezeit treten größere Mängel auf. A bringt das Fahrzeug zur Reparatur in die Werkstatt W. Als Defekt stellt sich ein Getriebeschaden heraus und der damit erforderliche Austausch kostet 6.000 Euro. Dies übersteigt die finanziellen Möglichkeiten des A, sodass das Fahrzeug bei W stehen bleibt. A führt auch den Kredit nicht mehr zurück, sodass die Bank schließlich anhand der Darlehensbestimmungen den Vertrag wirksam kündigt. Die Bank verlangt von W das Fahrzeug heraus. W will dagegen Zahlung der Reparaturkosten und er beruft sich darauf, dass er von der wahren Eigentumslage keine Kenntnis hatte. Muss W das Auto der Bank herausgeben oder kann er die Herausgabe vom Ersatz der Reparaturkosten abhängig machen? Ein Anspruch der Bank gegen W auf Herausgabe könnte sich hier aus § 985, 986 BGB ergeben. Voraussetzung: Die Bank müsste Eigentümerin sein, sie hat hier Sicherungseigentum erworben. Sicherungseigentum ist materiellrechtlich vollwertiges Eigentum, zumal ja auch der Sicherungsfall eingetreten ist. W ist Besitzer, stellt sich die Frage nach dem Besitzrecht. Hat W ein Besitzrecht? Er könnte zunächst ein von A abgeleitetes Besitzrecht haben.
Das ist möglich, ein abgeleitetes Besitzrecht kann als Einwendung dienen. Das haben wir gesehen, als wir uns über den Vindikationsanspruch und § 986, konkret Absatz 1, Satz 1 Alternative 2 BGB unterhalten haben. Hier könnte sich das Besitzrecht aus einem Werkvertrag ergeben, aber der Werkvertrag ist ein bloßes Schuldverhältnis. Diese wirken nur relativ, also nicht gegenüber der Bank, da insbesondere A seinerseits zum Besitz nicht mehr berechtigt ist, fehlt es auch an der Kette der Besitzberechtigungen. Möglicherweise steht dem W aber ein eigenes Besitzrecht gegenüber der Bank zu, das eigene Besitzrecht eine Rolle spielt. Das ist der Grundfall des § 986 Absatz 1 Satz 1 Alternative 1. Ein solches Besitzrecht könnte hier aus einem Werkunternehmerpfandrecht § 647 BGB resultieren. Die Vorschrift lautet, der Unternehmer hat für seine Forderungen aus dem Vertrag ein Pfandrecht an dem von ihm hergestellten oder ausgebesserten beweglichen Sachen des Bestellers, wenn sie bei der Herstellung oder zum Zwecke der Ausbesserung in seinen Besitz gelangt sind. Allerdings, und das ist das Entscheidende, das Auto gehört hier nicht dem Besteller A, es gehört der Bank. Und § 647 verlangt Sachen des Bestellers, was allgemein so verstanden wird, dass ein Unternehmerpfandrecht nur an dem Besteller gehörenden Sachen entsteht. Daher greift § 647 BGB in unserem Fall nicht ein. Diskutiert wird dann ein gutgläubiger Erwerb des Werkunternehmerpfandrechts nach 1257 in Verbindung mit 1205 für die Vorschriften über vertragliche Pfandrechte, die dann auf § 932 fortfolgende BGB verweisen. Maßgebliche Vorschrift ist 1257 BGB. Die Vorschriften über das durch Rechtsgeschäft bestellte Pfandrecht finden auf ein Kraftgesetzes entstandenes Pfandrecht entsprechende Anwendung. Teile des Schrifttums entnehmen hier die Möglichkeit des gutgläubigen Erwerbs auch gesetzlicher Pfandrechte. Der BGH und mit ihm die wohl herrschende Meinung sagt, nein, aus dem Wortlaut des 1257 BGB ergebe sich ganz klar, dass die Vorschriften für Vertragspfandrechte nur auf bereits Kraftgesetzes entstandene Pfandrechte Anwendung finden, nicht aber für das Kraftgesetzes entstehende Pfandrecht. Das heißt, liegen die Voraussetzungen für das gesetzliche Pfandrecht nicht vor, hilft auch die Gutgläubigkeit des potenziellen Erwerbers nichts. Das heißt, der W hat in unserem Beispiel kein Werkunternehmerpfandrecht erlangt, wenn man dem BGH folgt. Ein Lösungsvorschlag kommt von Medicus. Medicus argumentiert wie folgt: Beim Sicherungseigentum ist der Sicherungsgeber in der Regel verpflichtet, notwendige Reparaturen durchführen zu lassen, so auch etwa beim Leasing der Leasingnehmer. Daher lasse sich in die Abrede eine Ermächtigung durch den Berechtigten hineinreden und damit entstünde das Pfandrecht nach § 647 in Verbindung mit 185 BGB. Der BGH ist dem nicht gefolgt. Die Praxis behilft sich anders, hat eine vertragliche Lösung gefunden. Es wird in den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Werkunternehmer typischerweise ein vertragliches Pfandrecht vereinbart. Dann ist § 1207 BGB ohne weiteres anwendbar und mit ihm auch der gutgläubige Erwerb an bestellerfremden Sachen möglich. Das Ganze ist nicht unproblematisch. Problematisch ist die Gutgläubigkeit. Es ist fraglich, ob man hier von der Gutgläubigkeit des Unternehmers ohne weiteres ausgehen kann. Schließlich wird das vertragliche Pfandrecht ja gerade für den Fall auch vereinbart, dass die Sache nicht dem Besteller gehört. Also hier sollen die Schwächen des gesetzlichen Werkunternehmerpfandrechts ausgeglichen werden. Der BGH hat dieses Vorgehen dennoch in mehreren grundlegenden Entscheidungen gebilligt. In unserem Fall gibt es keine Hinweise für entsprechende vertragliche Abreden oder allgemeine Geschäftsbedingungen, sodass wir hier bei der Lösung eigentlich bleiben müssten. Wenn man dem BGH folgt, kein Erwerb des Werkunternehmerpfandrechts vom Nichtberechtigten, auch nicht die Medicus-Lösung, dann kommen wir hier zu einem Ergebnis, dass W der Bank gegenüber kein Besitzrecht hat. Nach der Gegenauffassung hat er ein Besitzrecht und wir kommen so dann schon zu einer Einwendung, die zu beachten wäre. Möglicherweise ergibt sich aber ein Zurückbehaltungsrecht des W aus § 1000 BGB. Die Vorschrift haben wir bereits kennengelernt.
Das Problem besteht darin, dass bei der Vornahme der Verwendungen eine Vindikationslage gar nicht bestanden hat. Denn zu diesem Zeitpunkt war W gegenüber der Bank zum Besitz berechtigt. Denn zu diesem Zeitpunkt hatte sowohl A noch eine Besitzberechtigung, als auch die Berechtigung, diese Besitzberechtigung an W in der Werkstatt weiterzugeben. Können wir § 1000 BGB, können wir mit anderen Worten auch die § 994 fortfolgende BGB auf die Fälle anwenden, in denen eine Vindikationslage zwar ursprünglich bestand, aber später weggefallen ist. Die Lösung finden wir im BGHZ 34. Band, die Rechtsfigur des nicht mehr berechtigten Besitzers. Schauen wir uns die BGH-Ausführungen dazu an. Kann ein zum Besitz berechtigter Fremdbesitzer nicht schlechter gestellt werden als ein gutgläubiger, zum Besitz nicht berechtigter Fremdbesitzer in entsprechender Lage? Die innere Rechtfertigung für die gesetzliche Regelung über den Verwendungsersatz beruht darauf, dass der Eigentümer, wenn er die Sache herauserhält, in den Genuss der Verwendungen gelangt, die der Besitzer während seiner Besitzzeit gemacht hat. Nach dem Sinn der § 994 folgende BGB soll aber der Eigentümer zum Ersatz derartiger, letzten Endes ihm zugutekommender, notwendiger und nützlicher Verwendungen dann verpflichtet sein, wenn der Besitzer ihm gegenüber unrechtmäßig besitzt und dem Eigentümer gegenüber zwar früher zum Besitze berechtigt gewesen ist, dessen Berechtigung aber fortgefallen ist, ist daher nicht gehindert, wenn er mit der Vindikation belangt wird, Ansprüche gemäß 994 fortfolgende BGB geltend zu machen. Und zwar auch wegen solcher Verwendungen, die zu einer Zeit bewirkt worden sind, als der Besitzer noch zum Besitze berechtigt war. Entscheidend ist lediglich, dass zur Zeit der Geltendmachung der Verwendungsansprüche durch den Besitzer eine Vindikationslage besteht. Die Figur des nicht mehr berechtigten Besitzers ist ein extremer Sonderfall. Typischerweise kriegen wir diese Fälle anders gelöst. Die zentrale und auch klausurrelevante Konstellation betrifft die Fälle, in denen ein Fremdbesitzer zunächst ein abgeleitetes Besitzrecht dem Eigentümer gegenüber hatte, dann die Besitzrechtskette entfallen ist, sodass auch das abgeleitete Besitzrecht entfällt und er nunmehr Verwendungsersatz begehrt. Der BGH löst dies über die Figur des nicht mehr berechtigten Besitzers. Gesagt wird, es liegt zwar keine Vindikationslage bei Vornahme der Verwendungen vor, jetzt aber schon. Warum soll der Fremdbesitzer hier schlechter stehen, als wenn von vornherein eine Vindikationslage vorgelegen hätte? Das ist der Fall des nicht mehr berechtigten Besitzers. Und damit kommen wir nach der BGH-Auffassung zu einem Anspruch aus 994 Absatz 1 BGB. Es handelt sich um notwendige Verwendungen. Der W war weder verklagt noch unredlich. Daher gibt es ein Zurückbehaltungsrecht. Im Prozess kommen wir auf diese Weise zu einer Verurteilung Zug um Zug. Daher handelt es sich richtigerweise nicht um eine Einwendung im Sinne des § 986 BGB, auch wenn der BGH das in manchen Entscheidungen an dieser Stelle prüft. Richtigerweise sind 1000 und 986 BGB strikt voneinander zu trennen. Ansonsten kämen wir in einen ganz merkwürdigen Kreisel, sobald ein Verwendungsersatzanspruch besteht und dann auch ein Zurückbehaltungsrecht, würde die Vindikationslage dann doch wieder entfallen. Das kann nicht richtig sein. Vorzugswürdig ist es, von vornherein Zurückbehaltungsrechte nicht als Recht zum Besitz im Sinne des § 986 BGB anzusehen. Noch ein kurzer Hinweis, in einer jüngeren Entscheidung hat das OEG Koblenz in einer Zwei-Personen-Konstellation die Lösung des BGH angezweifelt, ob diese Konstellation des nicht mehr berechtigten Besitzers viele andere Anwendungsfälle hat, bleibt fraglich. Wenden Sie diese insbesondere auch nicht auf die Fälle an, in denen wir zunächst ein Besitzrecht aus einem Gebrauchsüberlassungsverhältnis haben, das dann beendet wird und dann mit EBV argumentieren, man sei ja nicht mehr berechtigter Besitzer jetzt. Insoweit enthalten die schuldrechtlichen Regelungen zu Miete, Pacht, Leihe etc. Typischerweise geeignete Ausgleichsinstrumente, sowohl zugunsten des Eigentümers als auch zugunsten des Besitzers. So viel soll es zum Thema
Verwendungsersatz im EBV gewesen sein. So viel soll es ganz generell zum Eigentümer-Besitzer-Verhältnis gewesen sein. In der nächsten Einheit wollen wir den Blick etwas weiter schweifen lassen, bis hinein ins Erbrecht. Wir werden sehen, dass es dort bestimmte Regeln zum Erbschaftsanspruch gibt, die Parallelen zum Eigentümer-Besitzer-Verhältnis aufweisen. Das Ganze rundet dann diese Thematik noch ab. Viel Spaß bei der Nacharbeit zum Thema Eigentümer-Besitzer-Verhältnis allgemein und zum Thema Verwendungsersatz im Besonderen. Bis zum nächsten Mal.